Hallihallo, hier ist der Suicide Cossi und willkommen zu Flash, a Horror Story. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Jedes Mal, immer wieder. Jedenfalls starte ich jetzt ein neues Spiel. Oh Gott, 6 Kapitel. Dann fangen wir mal an. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, aber bei der anderen Mod, bei Mentality, hatte ich mehr Angst. Jetzt geht es ungefähr, weil ich jetzt drauf gespannt bin, weil ich die Mod jetzt überhaupt nicht gesehen habe, irgendwie. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh Gott. Was bin ich? Oh Gott, ist das schlecht. Das ist Kacke. Ich kann mich nur entweder so bewegen, dann so laufen, dann wieder so bewegen. Muss ich jetzt rein? Ich habe irgendwie Angst. Ein Auto. Och. Interact with the E-Button. Okay, man. Okay, komische Schrift, die mir das sagt. Dann interacte ich jetzt mit dem E-Button. Komm, interacte. Interacte. Ich hoffe, ich bin jetzt auch ein bisschen lauter, weil, beim letzten Mal war ich etwas leiser. It's available online only for the next few months, although Portland listeners can pick it up at Powell's Books. Bill, thanks for joining us. Oh, thank you, Nigel. It's an honor to be here. Always a pleasure. Anyway, I guess we'll go ahead and get started. So, your new book. Yeah. It's a very, very startling piece of work in how different it is from your style, because it deals with the idea of another reality. What the fuck? Das erinnert mich jetzt an Alan Wake. Was kann ich hier irgendwas machen? Und auf einmal habe ich eine Taschenlampe in der Hand. Sinnvoll. Und was ist das? Ich kann die Kamera nicht anders bewegen. Boah, Mann, ey. Das Spiel gefällt mir irgendwie nicht. Und es ist auch noch lang. Oh Gott. Scheiße, was ist das? Okay, zurück zum Auto. Zurück zum Auto. Schneller zurück zum Auto. Ich kann nicht mit interacten. Ich muss da lang. So eine Scheiße. Ich muss hier irgendwo lang. Die third person lässt auch zu wünschen übrig. Oh Gott. Ich hab Angst. Eine unsichtbare Wand hindert mich am Weitergehen. Das heißt, ich muss wohl durch diesen finster aussehenden, grusigen Dümpel. Ich will nicht. Kann ich hier irgendwie speichern? Bitte lass mich nicht irgendwas töten. Bitte lass mich nicht getötet werden. Bitte lass nicht irgendwas sein. Ich krieg, glaube ich, einen übelsten Check. Ich krieg voll den Check. Oh Gott. Ich habe schon wieder keine Lust. Schrecklich. Und warum ist die Framerate so klein? Hier komme ich schon wieder eine unsichtbare Wand. Und die Texturen sind auch sehr interessant. Oh, das erinnert mich jetzt richtig an Silent Hill. Private Pro. Okay. Also, das heißt so viel wie. Wartet, ich mache kurz einen Schnitt und gucke, ob die Aufnahme ordentlich geworden ist. So, und weiter geht's. Ich habe Angst. Habe ich das schon mal gesagt? Als ob jetzt gleich was kommen würde. Es kommt was. Ich habe keine Angst. Cossi. Nur Mut. Moment. Okay, weiter. Ich möchte mal anmerken, es ist jetzt kurz vor 11 und ich spiele so eine Spiele. Muss ich mal dazu gesagt haben. Und ich brauche anscheinend die Maus nicht. Irgendwelche Fässer. Okay. Das will mir nicht gefallen. Ich will eine Waffe. Irgendwie.
Everybody, anyone here? Please give me a weapon. Oh, was ist das? To one who never who find me. None of. Kann ich nicht lesen. Some try to burn but live. Okay. The spirits want our flesh. Flesh heißt wohl Fleisch. Okay. Oh Gott, das heißt Versteck-Action. Ich kann mich verstecken. Und hier komme ich nicht durch. Komme ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Wozu auch? Oh Gott. Ich habe richtig Schiss. Ich habe richtig Schiss. Oh Gott. Hold left mouse to sneak. Oh, da kommt wirklich was. Von wo? Ich sehe jetzt nichts mehr. Das ist ja das Schlimme. Ich muss anscheinend hier weiter. Okay. Ich weiß jetzt nicht, von wo dieses komische Geräusch kommt. Was ist das? Found. Item found. Small key. Okay. Was bringt mir dieser. Oh Gott. Habe ich die Uhr wieder gestartet? Ja, ich habe die Uhr wieder gestartet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mal kurz gucken. Ich weiß nicht, wo dieses Ding ist. Und wo ich mit diesem Schlüssel hin muss. Und was passiert, wenn ich jetzt. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich sehe dieses Ding ja gar nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich. Oh Gott, da ist es. Muss ich an dem Ding jetzt vorbei? Oh Gott, da ist eins. Da ist eins dieser Dinger. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe einen Schlüssel gefunden, das ist richtig. Habe ich hier irgendwie Inventory oder so? Ich muss hier vorbei. Die sind anscheinend nur lichtempfindlich. Auf jeden Fall machen die mir auch richtig Angst. Und es sind gleich mehrere von diesen Dingern. Ich hätte mir die Mod-Beschreibung wirklich mal besser durchlesen sollen. No weapons or fighting. Und ich habe Riesenschiss. Oh Gott. Ich werde jetzt diese Maustaste nicht mehr loslassen. Ich will gar nicht wissen, was passiert. Doch, ich will es wissen. Ich will es eigentlich wissen. Spiel speichern. So, jetzt will ich wissen, was passiert. Hallo, du da, na? Passiert ja nichts. Hallo, du? Hast du irgendwas? Du machst ja nichts. Ich stelle mich jetzt. Okay, es passiert nichts. Anscheinend kann ich hier einfach durchlaufen. Die Dinger sind anscheinend vollkommen unwichtig. Oder es sollte nicht so sein, dass ich jetzt einfach hier so mit Licht durchrennen darf. Und die Musik ist jetzt eigentlich auch ganz in Ordnung. Auf einmal ist mir die Angst genommen. Weil das Ding. Ist irgendwo eine Tür? Aber ich kann nur das lesen. Wow! Der Tod erwartet uns alle. What? Warum hat es auf einmal angegriffen? Hä? Okay. Gut zu wissen, es greift doch irgendwann an. Also jedenfalls der eine. Dann sneak ich doch mal ein bisschen herum. Und. Oh, diese Geräusche. Die tun mir nicht gut. Die tun mir echt nicht gut. Ich will irgendwo ein richtig. Ich will eine Waffe. Womit ich die Zombies da töten kann. Oder ich will jetzt einen Ort haben, wo ich hier raus kann. Oder wo ich diesen Schlüssel benutzen kann.
Ich hab riesen doll großes Schiss. Ich weiß nicht, ich rede jetzt ganz leise, damit jetzt nichts passiert. Als ob. Da ist keine Tür. Hier muss doch irgendwo eine Tür sein. Hier ist ein Fass. Okay. Irgendwie ein bisschen zusammenhangslos. Dass hier auf einmal Monster sind. Und ich irgendwie nicht rausgehen kann. Aus welchem Grund auch immer. Ja, du läufst auch ziemlich komisch. Der Held wurde auch nicht vorgestellt. Oder ob es überhaupt ein Held ist. Es gibt ja auch manche Stories, die werden erzählt durch Anti-Helden. Aber ich denke mal, diesmal sind wir ein Held. Und müssen irgendwie jetzt mal... Jetzt habe ich das Ding fast angestrahlt. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich diesen Zettel anquatsche. Ach, weil ich... weil ich die... Nein, ich will nicht ein neues Spiel anfangen. Spielstart. Weil ich sie angestrahlt habe. Deswegen. Aber was bringt mir das denn jetzt? Ich stehe hier. So, jetzt kann ich wieder zurücklaufen, wa? Oder kann ich irgendwo hinlaufen, dass ich daran vorbeikomme? Und nein, natürlich nicht. Es sind überall unsichtbare Wände. Und ich verstehe auch nicht. Also, verstehe das noch nicht ganz mit dem Schlüssel jetzt. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Halleluja. Und ich habe jetzt hier ein paar Gegner, die mich immer angreifen. Das ist ja eigentlich mehr so vorbeischleichen. Aber wo ist denn hier eine Tür, wo ich diesen Small Key benutzen kann? Oder ist das eine Truhe, wo ich was benutzen kann? Auf jeden Fall muss ich jetzt an diesem Zombie vorbei erstmal. Und jetzt mir nochmal diesen Zettel durchlesen. They want our flesh. They can't have mine. Tom Will.